Moin und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder ein neuer Vlog, dieses Mal in Bikepark Boppard. Kennt vielleicht nicht jeder von euch, aber ich denke, viele haben es auf jeden Fall schon mal gehört. Solltet ihr mal die Gelegenheit haben, in der Nähe zu sein mit Fahrrad, checkt auf jeden Fall mal diesen Bikepark aus. Mega geil, lohnt sich, gerade auch für Airtime, echt geil. Also tut euch den Gefallen und guckt euch den Park mal an. Jedenfalls bin ich hier heute mit dem Karl, auch natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt und auch sicherlich gleich zu sehen. Und ja, wir machen jetzt so ein kleines Warm-up und ihr begleitet uns dann heute so ein bisschen was durch den Bikepark-Tag. Mach was Cooles. Packen wir's. Boah! Boah! Du hast mein Vorderrad weggekickt. Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt gerade eben ein paar Mal die Waistline gefahren, so heißt die hier. Das sind also so ein paar Doubles und auch so ein paar, so ein kleiner Step-Up, ein Step-Down, ein paar Table. Also eigentlich immer ziemlich lustig. Ist aber auch nur im oberen Bereich vom Bikepark. Die eigentliche Strecke fahren wir gleich noch. Ich befinde mich gerade oben an dem Parkplatz. Das ist wirklich direkt, ja, eigentlich an den Dirt-Sprüngen und an der Waistline. Das heißt, man kann super gut seine Lebensmittel hier irgendwie verstauen. Und ja, ist halt super schnell wieder am Parkplatz. Kostenlos ist das Ganze. Es gibt einen Lift. Wie das jetzt aktuell mit der Situation, die wir jetzt gerade 2020 haben, aussieht, weiß ich nicht. Ob dieser fahren wird. Wenn, kann man auf jeden Fall mit dem Lift auch wieder hier hochfahren. Ist allerdings nicht mehr wirklich auf Fahrradverkehr ausgebaut. Ist sehr langsam. Also wenn, lohnt sich es eigentlich nur mit dem Enduro hier hinzukommen, weil man eben dann auch nach dem Trail wieder hochfahren muss. Aber Trail lohnt sich halt ungemein. Der ist extrem geil und werde ich auf jeden Fall noch sehen. Insgesamt gibt es hier zwei Strecken und welche ist, werde ich euch auf jeden Fall dann auch noch sagen. Yeah! Alter, das war ein heftig geiler Lauf. Come on, boy. Wir befinden uns jetzt gerade oben an dem einen Trail, den ich vorhin erwähnt habe. Ist ein etwas kürzerer Trail, ist aber auch der Verbindungstrail vom Lift zum Bikepark. Hat auch einen Namen, den werde ich allerdings hier auf YouTube nicht nennen. Nicht, dass ich gestrikt werde. Auf jeden Fall werden wir den jetzt fahren. Vor mir fährt wieder Karl. Ich hoffe, ihr könnt die ganzen Features sehen. Ist generell ein sehr anfängerfreundlicher Trail, kleinere Features. Aber ja, seht ihr ja jetzt selber. Und dann sehen wir uns jetzt wieder im POV. Hängen wir dran wie eine Zecke.
Ey, der war schon lustig. War nice. Der Tag nähert sich dem Ende. Wir sind wieder auf dem Parkplatz. Komplett paniert, also sind jetzt auch ziemlich häufig dann hochgefahren. Ihr habt jetzt im Video allerdings nur den ersten Teil von der Hauptstrecke gesehen, weil wir jetzt nicht von ganz unten wieder hochfahren wollten. Das sind doch ziemlich gut viele Höhenmeter und hatten wir jetzt heute nicht so die Lust drauf. Also es geht normalerweise noch nach der Straße, nach den zwei Stepdowns und den Anliegern noch weiter. Aber haben wir jetzt nicht gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dürfte dann wieder wie gewohnt am Freitag kommen. Ich wünsche euch bis dahin ein paar schöne Tage. Sehen uns. Ciao, Kakao.